Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich freue mich, dass Sie zu uns gefunden haben. Ich habe heute eine schöne, hochkarätige Runde hier. Und zwar einmal Dr. Ulrich Horstmann, Finanzanalyst und Autor verschiedener, sehr erfolgreicher Bücher und den Fondsmanager Florian Günther. Hallo Florian, hallo Herr Dr. Horstmann. Und wir haben eine interessante Fragestellung heute zu besprechen, nämlich wie sicher ist mein Geld überhaupt in der Bank? Ja, denn man denkt ja in Deutschland, also so bin ich jedenfalls aufgewachsen, das Geld unterm Kopfkissen, das ist ein bisschen gefährlich, wenn der Einbrecher kommt. Wenn ich es auf die Bank lege, dann muss ich nichts fürchten. Jetzt haben wir aber schon verschiedene Überraschungen überlebt und erlebt jetzt in der Finanzwelt. Und da stellt sich manchem schon die Frage, ist das denn so? Ne? Bei mir geht es immer so, wenn ich die Einlagensicherungsschreiben bekomme, ihr Geld ist bis 100.000 sicher, dann denke ich, es ist zwar schön, aber warum schicken die mir das? Ja. Ist das Geld überhaupt sicher? Ja? Also eine auf Anhieb einfache Frage, aber doch für viele von uns relativ wichtig. Ja, lieber Herr Dr. Horstmann, wie sieht es denn aus? Wie sicher ist denn das Geld? Also mich hat das auch immer irritiert, diese neuen Hinweise, dass unser Geld sicher bis 100.000 jetzt offiziell sicher ist. Aber wenn die große Krise kommt, werden diese ganzen Sicherungssysteme nicht halten können. Das haben ja viele schon durchgerechnet. Wir hatten ja damals, Steinbrück, Merkel mussten auch öffentlich erklären, das war kurz nach der Finanzkrise, als die Unsicherheit besonders groß ist, dass unsere Sparguthaben sicher sind. Ja, da war die Unsicherheit so groß, die Leute gingen an Geldautomaten, fingen an, das Geld zu Hause zu horten. Also eine sehr reale Gefahr. Und die Grünen haben mal vor Jahren schon mal gesagt, geht doch mal zur Bank und holt euch das Geld. Ja. Wenn das mehr als 3-4% dieser Gesellschaft machen, und die haben immer weniger Bargeld auch, und die wollen auch das Bargeld gar nicht mehr aus, es wird immer teurer, das Bargeld zu holen vom Konto, ja, dann wird man merken, eigentlich ist das jetzt schon ein großer Riegel davor, wenn wir unser Geld holen wollen. Also insofern kann man sich Sorgen machen und nachdenken darüber, wie sicher ist unser Geld, wie sicher sind die Einlagen, völlig richtig. Ja, aber wie sicher sind die denn jetzt ohne Crash? Herzliche Einladung zu unserem Kapitaltag am 19.04.2024. Gemeinsam mit Professor Dr. Max Otte, Professor Dr. Homburg, Dr. Markus Krall, Dominik Kettner und vielen weiteren tollen Sprechern werden wir den folgenden Fragen auf den Grund gehen. Wie geht es weiter im Krieg Russland-Ukraine? Welche Auswirkungen haben die Kriege im Gazastreifen? Welche Auswirkungen haben mögliche Scharmützel in China und Taiwan? Wie geht es weiter mit der aktuellen Bankenlandschaft? Und wo können Sie eigentlich Ihr Geld noch sicher und rentabel anlegen? All das am 19.04.2024. Anmeldung der begrenzten Tickets bitte unterhalb dieses Videos. Crash. Ja, also Sie haben jetzt schon angesprochen, wenn die große Bankenkrise kommt, dann ist ja sowieso, dann werden die Karten neu gemischt. Aber jetzt in der momentanen Situation, sage ich mal, muss ich da irgendwie mir Gedanken machen, kriege ich das Geld noch raus, kriege ich es nicht raus? Also ist die Gefahr konkret im Moment vorhanden oder müssen wir den Crash abwarten? Also ohne echte Eruption, ein sagen wir mal, äußeres Ereignis, ein schlimmes Ereignis, ein Risikoszenario, vielleicht Krieg, aber selbst im Krieg würde ich sogar sagen, da werden die Leute ganz andere Sorgen im Kopf haben. Es muss etwas sein, wo die Menschen begründet Angst haben, dass etwas zusammenbricht. Also eine Art Währungsreform, Druck. Insofern in normalen Zeiten wie jetzt, wo das Vertrauen, es lebt letztendlich alles vom Vertrauen. Wenn wir das Vertrauen haben und eine relative Stabilität, wir können unsere Regierung kritisieren, wir können mit vielen unzufrieden sein, sehe ich nicht. In normalen Zeiten nicht, selbst bei einer schlechten Regierung wie derzeit bei uns. Genau, da ist das Stichwort auch Bargeld. Mhm. Ja, unser Geld ist ja in zum größten Teil kein Bargeld, sondern Buchgeld. Richtig. Die Krise fängt eben an, wenn viele Leute auf die Idee kommen, das Bare rausholen zu wollen. Ja. Dann wird es ja bestimmt schneller eng. Dann wird es sehr eng, das ist richtig. Das wäre ein Bankenrun und Schlangen vor Banken. Auch das war ja bei der Finanzkrise. Wenn plötzlich die Menschen zu Banken laufen, auch das möchte man verunmöglichen. Wir hatten das Thema ja schon heute Morgen. Das ist so ein Punkt, auch weswegen Bargeld für die institutionellen Kreise, also von Interessenlagen, immer schwieriger wird. Weil die Tatsache, dass sie sich an die Schlange stellen und noch hoffen können, noch das Bargeld zu bekommen, allein diese Möglichkeit
macht letztendlich das Bargeld gefährlich für Banken auch, die genau das vermeiden wollen, dass die Kunden nochmal da in Schlange davor stehen. Ich glaube, solche Bilder sind schrecklich. Wir müssen immer, ich bin ja ein Anhänger von Gustave Le Bon, diese Macht der Bilder, die Macht der Bilder der Panik. Mhm. Deswegen werden Politiker ja auch gelernt, alle auch die Banker seit Jahren, Vertrauen, das Kreddere, das muss erzeugt werden. Wir müssen alle an die Zukunft glauben. Nun ist das in der Politik genau das Thema, auch bei der Geldanlage. Die Leute legen immer mehr Geld an, weil sie Angst um die Zukunft haben. Auch Aktien, manchmal tut man es ja nicht, weil man Zutrauen zu einer Aktie hat, sondern man sagt, das ist das kleinere Übel als diese komische Staatsanleihe an einen Staat, an den ich nicht mehr glaube. Mhm. Also da sehen wir schon Spuren der Verunsicherung. Aber Stand jetzt, um die Frage, sehe ich das Risiko nicht. Das Bargeld ist auch eine schöne Möglichkeit immer noch des Hortens, kann man in Grenzen tun. Ich bin immer wieder überrascht, was für Bargeldbestände zu Hause sind. Selbst D-Mark-Bestände gibt es ja noch in großer Anzahl. Ja, das hat eine symbolische Bedeutung, offensichtlich die D-Mark noch für viele Leute. Gehen auch nicht zur Zentralbank oder zur Bundesbank, um es abzugehen, einzulösen. Nein, aber ich glaube für unsere Bevölkerung, gerade in Deutschland mit diesen historischen Erfahrungen, das sage ich auch im Ausland, wir haben so schlimme Erfahrungen gemacht mit zwei Weltkriegen und Zusammenbrüchen auch in Deutschland. Das ist ja so schlimm, das Land wie Nicaragua in der Geschichte oder Griechenland. Wir haben ja nur Zusammenbrüche in der Geschichte erlebt. Da kann man verstehen, dass die Leute am Bargeld hängen und auch die Stabilität suchen. Denken Sie mal an Konrad Adenauer, Stabilität schaffen, das ist ja bei uns das Dogma. Ja, ich bin da genauso empfindlich, muss ich ehrlich sagen. Also Herr Dr. Hausmann, Sie haben jetzt versucht, mich zu beruhigen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt fange ich erst recht an zu schwitzen, weil ich verstanden habe, dass es geht um Bargeld, wenn ich wissen will, ob mein Geld sicher ist auf der Bank. Und wenn alle Leute auf die Idee kommen, das abzuholen, dann geht das nicht, weil die Bank dieses Bargeld gar nicht mehr vorhält. Das heißt also, nach spätestens einem Tag merken die Leute, dass nicht genug Bargeld da ist, dass nichts aus dem Automaten kommt zum Beispiel. Ja. Und dann geht es erst richtig los. Also sagen wir mal so, das Geld ist quasi jetzt sicher auf der Bank, solange es keiner abholen will. Ja, das kann er nicht. Gut beschrieben. Gut beschrieben. Also das Geld ist da, aber nur solange die Leute die Nerven behalten. So ist es. Das ist im Grunde, lebt alles von der Hoffnung am Ende, dass es genau das nicht passiert, dass die Leute ruhig bleiben. Ja, lieber Herr Günther, Sie sind ja Spezialist im Sichermachen von Geld und dahin zu tun, wo es am besten nicht abhaut. Wie sehen Sie denn diese Situation? Wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt und ich habe hier ganz viel Geld an der Eingabensicherungsgrenze auf der Bank, sagen Sie dann, das ist gut, können Sie ruhig so lassen, ist sicher. Das ist das, was wir nicht machen. Nein. Also was wir alle als erstes immer machen, ist schon ein bisschen so den Druck und die Angst zu nehmen, weil das ist in jedem Fall immer ein schlechter Begleiter. Angst ist ein schlechter Begleiter. Und man muss das schon mal zusammenfassen. Es ist eben das Geschäftsmodell von Banken, mit fremdem Kapital zu arbeiten. Und das funktioniert schon seit Jahren, ich würde sagen seit Jahrtausenden, aber eben immer wieder mit größten Problemen. Aber das ist das Geschäftsmodell und manche übertreiben es eben und dann gibt es eben große Probleme. Was jetzt noch gar nicht angesprochen wurde, ist, dass der Fakt des Bankenruns ein psychologischer Effekt ist. Das bedeutet, ein Bankenrun ist nie zu erklären auf Grundlage von Zahlen, Daten und Fakten. Man hat ist sogar hingegangen und hat jetzt erst die Kollegen aus der Schweiz, die letztes Jahr pleite gegangen sind oder dann sehr schnell übernommen wurden, hat man errechnet, dass die das eigentlich hätten hinbekommen können, wenn der Faktor Mensch nicht gewesen wäre. Denn was passiert? Das Bargeld ist eine der letzten verbliebenen Freiheitsbastionen unserer Zeit und es wird wieder darüber diskutiert, das den Bürgerinnen und Bürgern immer mehr wegzunehmen. Unser großer Bargeldreport zeigt Ihnen Möglichkeiten auf, sich vor den kommenden Repressionen zu schützen und die Folgen, die daraus entstehen, ein Stück weit für sich selbst abzumindern. Wenn das für Sie interessant ist, dann klicken Sie jetzt unterhalb dieses Beitrags und laden sich unseren Bargeldreport kostenlos herunter. Man hört, okay, ich stehe vor der Filiale in Zürich und ich will da gerade meinetwegen 50.000 Euro abheben, bekomme aber den Hinweis, ja, Sie können heute nur 1.000 Euro mitbekommen und bitte kommen Sie in 2 Wochen wieder. Ja? So, und dann fragt man, warum, wieso, weshalb. Ja, Hinweis auf die AGBs, geht nicht, Wiedersehen. Dann ruft man natürlich seinen Kumpel an, Mensch, ist dir das auch passiert? Ja, du hast doch da auch Geld liegen, kannst du mal schauen, ist es bei dir auch so? Natürlich. Dann geht der Kumpel hin und da läuft dasselbe.
Und auf einmal fangen die Schwitzen an. Ja, bei mir wäre es, wenn ich aus dem Automaten nichts mehr rausbekomme und ab der nächsten Bank kriege ich auch nichts mehr raus. Dann würde ich sofort anfangen, nachdenklich zu werden. Und dann kommt eben dieser Bankenrun. Also das heißt, es ist ein psychologischer Masseneffekt, der dann einsetzt und der trifft dann eben ganze Bankenwellen, könnte es dann treffen. Also man muss aber schon auch natürlich sagen, ich würde heute behaupten, wenn wir mal die ganz große Bankenlandschaft anschauen, dass wahrscheinlich weit mehr als 90% aller Banken relativ stabil ist. Man darf immer dran denken, es ist das Geschäftsmodell, mit fremdem Kapital zu haben, und das eigene Kapital ist wahnsinnig gering. Das ist das Modell von Banken, das war schon immer so, das ist normal. Und die allermeisten werden es hinbekommen. Bloß denkt man bitte nochmal an Zypern zurück. Da ist ja für eine Woche, glaube ich, will nichts Falsches sagen, der gesamte Bankenmarkt geschlossen worden. Und da war es egal, ob sie eine gute Bank sind oder eine schlechte. Da drüben hat es sehr viele schlechte gegeben, deswegen war es da leichter. Und dann hat es auch ein großes Bankensterben gegeben. Also nicht mehr alle konnten öffnen und wirklich viel Geld war kaputt. Aber es trifft eben auch die Guten und das wird eben vergessen. Ja, Bankensterben ist ein schönes Wort. Bankensterben, dachte ich, gibt es nur in ausländischen Sprachen. Ja? In Deutschland passiert sowas nicht. Stimmt das? Ja, ist falsch. Also die letzte große Bank, die kaputt gegangen ist, die mir noch so im Bewusstsein ist, ist die Kaupthing Bank. Und da ist vielleicht auch ein kurzer Hinweis auch an die Zuschauer und Zuschauer. Es ist auch was, kann man vom Bauchgefühl oder vom menschlichen Gefühl so auch einschätzen. Weil immer dann, wenn einer sehr viel gibt, jetzt in Form von Zinsen, dann will der ja das Kapital von einem. Ja, warum will der das denn? Warum geht denn die Volks- und Raiffeisenbank Buxtehude oder um die Ecke und gibt aufs Tagesgeld nur 0,5%, ob du jetzt Neukunde bist oder nicht, und keine Grenzen, die geben dir 0,5. Und wenn du das halt nicht machst, na, dann ist es halt nicht so. Aber warum gibt es heute schon Banken, die darum kämpfen, Neukunden reinzuziehen für 3%? Ja, ihr kennt ja alle diese Werbeaussagen. Ja, so. Ja. Also wer viel will, der braucht auch viel, der steckt womöglich. Ein Bedarf dahinter. Genau. Ja. Aber Sie hatten ja eingangs, Herr Wilder, gefragt, was kann man machen? Also es gibt eigentlich drei relativ einfache Dinge, die jeder sofort machen kann. Und das Erste, und da gehe ich mit Ihnen völlig konform, ist, sich ein kleines bisschen mehr Bargeld nach Hause zu bringen. Mhm. Ja, weil wirklich, wir hatten die Beispiele, und Zypern war jetzt kein Einzelbeispiel, es gibt auch andere Beispiele. Es ist durchaus möglich, dass Banken mal schließen, ja, oder für einzelne Regionen oder. Sonst kann keiner seriös sagen, wer oder wo oder wie das genau auftritt. Aber ein bisschen mehr Bargeld daheim zu haben, ist in Ordnung. Bitte, fang da nicht an, hier in die Extreme zu gehen. Also ich kenne Menschen, die haben Hunderttausende und Millionen zu Hause. Ja, das wird weginflationiert. Also das ist kein Einbrecherförderungsprogramm. Ja, sehr schön. Also das ist das Erste. Man kann auch gerne mal ein bisschen auch nur in kleinsten Teilen an andere Währungen denken, wenn man das mal macht. Also vielleicht, ne, 10.000 Euro und dann nochmal 5.000 Schweizer, 5.000 Dollar und 5.000 norwegische Kronen. Im Kleiderschrank. Zum Beispiel, das können Sie dann selbst bestimmen, ja. Wo ja am besten. Also natürlich, wir empfehlen da immer ein Tresor oder also auch mehrere Tresore. Mehrere Tresore. Ja, damit der Einbrecher nicht weiß, wo es genau drin liegt. Das habe ich gehört. Ja. Genau, also, das ist das Erste. Das, glaube ich, kann jeder sofort machen. Das Zweite ist dann sicherlich, die Anzahl der Banken zu erhöhen. Ja, also das heißt, mehrere Ansprechpartner zu haben. Nicht all sein Geld auf einer Bank zu haben. Ach. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, verstehe. Weil eben, und das hatten Sie ja schon ausgeführt, diese Einlagensicherungsgrenze, die besteht ja nur auf dem Papier und das ist es nicht wert, was es, ja, also das ist einfach null wert. Und klar, dann hat man immer noch nicht die Sicherheit, dass diese Bank, wo man das Geld hat, sicher ist, aber man hat ja das nochmal ein bisschen verteilt bei anderen. Ja. Das ist das Zweite, was man auch machen kann, ist ein bisschen mit Aufwand verbunden, weil man natürlich dann hier Kontoanträge und das ganze AGBs-Gedöns. Und bei der Schufa einen Scoring-Nachteil hat, weil man mehrere Konten hält. Ja, ich glaube, bis zu einem gewissen Grad, glaube ich schon, aber irgendwann bin ich jetzt nicht sicher, aber mag so sein. Und das Dritte ist dann sicherlich, und das ist das, was auch jeder machen kann, einfach raus aus den Bankbilanzen. Also, weil jeder hat ja sein Geld auf dem Sparbuch, das ist leider in Deutschland so, auf dem Girokonto, und denkt, das ist sein Geld. Das ist aber nicht so, denn wenn im Fall einer Insolvenz zahlt dieses Kapital mit auf die Insolvenz mit ein, ab einem gewissen Betrag zumindest. Mhm. Und wenn man das einfach eben aus diesen Bankbilanzen raustut, ist es eben nicht mehr so. Ne? Das heißt, also raus aus der Bankbilanz heißt rein in die heimischen vier Wände, bitte in einem begrenzten Maße. Rein in sichere Anlagemodelle wie zum Beispiel Edelmetalle, auch das nur in einem begrenzten Maße. Rein in Produktives, also in Sachwerte wie zum Beispiel Aktien, wie zum Beispiel Fonds und so weiter. Also das sind die Dinge, die jeder sofort machen kann.
Stück für Stück und am besten jetzt anfangen. Weil wenn die Panik da ist, also auch ist wenn da. Man kein Geld hat, anfangen. Ja, also wenn man gar kein Geld hat, hat man wahrscheinlich nochmal ganz andere Probleme. Ja. Wobei nicht mal dann, weil dann wird man vom Bürgergeld versorgt. Das ist eine ganz andere. Wie sagt Costolani, wer viel Geld hat, kann spekulieren. So, ja, wer wenig Geld hat, darf nicht spekulieren. Wer kein Geld hat, muss. Nein, aber das ist ein sehr interessanter Hinweis, weil ganz viele Leute ja überhaupt nicht in diese Richtung denken, weil sie einfach von der Hand in den Mund leben. Diese 100, 200 Euro, die man vielleicht trotzdem erübrigen könnte, gar nicht erst in Angriff nehmen, weil das ihnen zu wenig erscheint. Das ist ein sehr wertvoller Hinweis, finde ich. Ich habe hier so den Eindruck, dass hier ein Zyklus aufgemacht wird, ja? Dass also das Bankensystem zyklisch funktioniert. Also es läuft anfangs sehr gut, dann wird es schwieriger und dann gibt es so eine Art Endphase. Habe ich das richtig verstanden? Man könnte von einem langfristigen Niedergang leider auch sprechen. Genau. Oder das hole ich gerne noch aus.